Hallo meine Lieben, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich heiße Jana und hier geht es ums Häkeln. Und heute häkeln wir mal keinen Korb zusammen, sondern ich zeige euch nur dieses Muster, was ich für den Korb verwendet habe. Ich finde das Muster sehr, sehr schön. Es ist auch ein sehr stabiles Muster. Man kann auch damit größere Körbe häkeln. Und ich finde das Muster auch sehr einfach. Also, los geht's. Zuerst sage ich mal ein paar Wörter zu dem Korb. Und zu den Farben von dem Korb. Genau, erstens, ich benutze immer die Kordeln von Bobini und in dem Fall auch die Premium 5 mm Kordeln. Hier sind Farbe Sand, Nude und Natural in Gebrauch. Wir häkeln heute den Korb oder heute zeige ich das Muster für den Korb. Das häkel ich aus den Farben Honey, Banana Shake und Natural. Ich habe mir bereits den Boden fertig gemacht, weil heute wollte ich ja nur das Muster zeigen. Also habe ich den Boden schon vorbereitet und jetzt zeige ich eben, wie man das Muster macht. Und zwar, man häkelt ja den Boden in V-Muster. Oder in Strickoptik oder in V-Muster. Wer das gerne wissen möchte, wie man den Boden häkelt, kann gerne dieses Video anschauen. Genau. Und der Trick ist, bei diesem Muster, man steckt die Häkelnadel nicht direkt mittig in die V, wie man das sonst normalerweise bei diesem V-Muster kennt, sondern man führt die Häkelnadel zuerst unter die linke Seite von der Masche, unter den linken Fäden, also so, und gleichzeitig zwischen den Maschen in dieses Loch hier rein. Ich zeige noch einmal. Wir haben jetzt zwischen den einzelnen Maschen immer das Loch hier. Genau. So kann man auch häkeln, ne? Genau. Und bei dem Muster tut ihr zuerst die Häkelnadel unter den linken Faden einführen und dann in das Loch. Ich zeige dann jetzt mal mit dem Faden. So, zuerst unter den linken Maschenfaden oder Maschenglied und dann zwischen die Maschen in das Loch, also unter diese zwei horizontalen Maschenglieder. So schaut es von hinten aus. Greift den Arbeitsfaden und zieht die Masche raus und eine feste Masche häkeln. Und noch einmal unter den linken Maschenfaden, dann zwischen die Maschen in das Loch hinein und den Arbeitsfaden holen und feste Masche häkeln. Unter den linken Faden in das Loch hinein und feste Masche häkeln. So. Ich zeige dann noch, wie man die Reihe abschließt. Ich habe hier die letzte Masche der Vorreihe. Die häkle ich genauso. Und jetzt zeige ich, wie ich die Reihe abschließe. Eigentlich genauso wie die Reihe, wenn man den Boden häkelt. Das ist meine Lieblingsmethode. Ich mache die Schlaufe länger. Die letzte Schlaufe für die Häkelnadel zwischen die zwei Maschen von innen nach außen durch, greife
die Schlaufe und führe sie dann wieder nach innen. Eigentlich ganz einfach. Ich mache auch hier, ich zeige euch das jetzt nicht sehr ausführlich, sondern einfach nur meine Lieblingsmethode. Die Methode habe ich eigentlich schon oft gezeigt in meinen Videos. Genau, und jetzt mache ich die Schlaufe noch ein bisschen länger. So, etwa so lang, dass der Kreis dadurch passt. Und jetzt schiebe ich diesen Boden gehäkelten durch die Marsche durch. Also so haben wir das hier, genau, und dann schiebe ich den Kreis durch die Marsche. So, und dann ziehe ich die Schlaufe wieder fest. So. Und bei der nächsten Reihe fange ich genauso an. Ich fange bei der ersten Masche links vom Arbeitsfaden an, führe die Häkchen dann unter den linken Maschenglied und in das Loch hinein. Und wieder. Und so entsteht dieses schöne diagonale Muster. Das schaut dann so aus. Und wenn ihr das gerne möchtet, dass ich das Video mache, wie man den Korb ganz häkelt, das heißt den Boden, die Wände, also das Muster hier und den Henkel, dann schreibt gerne in die Kommentare. Ich mache das Video gerne für euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!